In your light, I learn how to love. In your beauty, how to make poems. Wenn ihr euch verletzt, was ist das Erste, was ihr macht? Au. Au, genau. Au ist immer das Erste. Au. Aber mit dem Au ist noch keine Stelle verbunden. Es ist noch nicht lokalisiert, wo Au. Es ist immer erst Au. Au, und dann kommt die lokale Stelle. Es gibt Theorien, die besagen, dass das Nervensystem für die Schmerzreizweiterleitung zu langsam ist. Und es gibt ein anderes System im Körper, das Fasziengewebe, das etwa 200 Mal schneller ist als wie die Nerven und darüber Schmerzimpulse geleitet werden und die Nerven letztendlich für das Lokalisieren des Areals zuständig sind. Also Au und hinfassen. Was machen wir, wenn unsere Kinder sich verletzen, dieses Au auf dem Spielplatz und haben sich gekratzt? Pusten. Pusten ist gut. Drüber streicheln, Zauberspucke drauf. Ja, und es ist gut. In dem Moment, wo du drüber pustest, in dem Moment, wo du drüber streichelst, verschließt du den verletzten Ätherkörper. Du tust für den Ätherkörper was Gutes. Probiert es für euch mal aus, wenn ihr Schmerzen habt, Kopfschmerzen, Schmerzen an Gelenken. Streich einfach nur mal diesen Bereich aus. Viele von euch sind Heiler, ihr kennt die Kraft des Ausstreichens. Ja, und wir fühlen uns wohl beim Ausstreichen. Warum fühlen wir uns wohl? Weil dieser Ätherkörper ein elektrisches Feld ist. Die Lumineszenz, also die elektrische Abstrahlung des Körpers, nichts anderes. Dort sind ein Teil unserer Selbstheilungskräfte integriert, nämlich unsere Vitalität in Form von Minusionen, also der Bereich, der unseren physikalischen Körper wieder heilen lässt. Wenn dieser Ätherkörper geöffnet ist, was er durch jeden Schnitt automatisch wird und nicht wieder verschlossen wird, gleich, er verschließt sich von selbst nach und nach, aber wird er nicht wieder verschlossen, gibt es Entzündungen. Und diese Entzündungen, die können teilweise kolossale Auswirkungen haben. Die, die im Krankenhaus arbeiten, kennen sich aus mit Entzündungen. 40-50% der Wunden im Krankenhaus entzünden sich. Wir haben Versuche gemacht im Klinikum in Graz, dass wenn der Körper, der Astralkörper am Schluss verschlossen wird, nach der OP, es keine Entzündungen gibt. Ich berühre nicht mehr mit dem Metall den Körper, sondern wirklich nur so mit dem Finger. Das Metall ist nur für den Ätherkörper wichtig und wir gehen hier in die Bereiche rein und bewegen die Wirbel und holen den raus. Okay, dann darfst du dich einmal wieder umdrehen. Okay. Ansonsten mal reinführen in deinen Nacken, kannst eine direkte Veränderung wahrnehmen. Also ich kann den Kopf jetzt besser drehen. Okay.